Farbe habe ich noch nicht gefunden. Was hast du nicht gefunden? Agar von Heidelbeeren fehlen mir. Du kannst, wie gesagt, auf dieser Weltansicht schauen, wo die wachsen. Wird dir angezeigt. Ja, warte. Das war das auch, was ich dir Na, gesagt habe, dass du da siehst. bei 4,5 Stunden tue ich erstmal jetzt Samen herstellen. Mapper M. Hat erwischt. Jo, nein. Aber ich glaube, auf der Insel sollte ich nicht so viele Tiere töten. Auf der kleinen hier zumindest. Wundert mich sowieso, dass das hier funktioniert. Das ist so eine kleine Insel. Hasen könnte ich mir noch vorstellen. Das war, ich habe wahrscheinlich den einzigen natürlichen Feind hier, der Hasen, getötet. Reis, Reis. Reis, Reisbevölkerung, Reispotenzial. Potenzial sind die Stellen, an denen du Reis anbauen kannst. Müssen weiß sein, oder? Das weiß ich nicht, steht es nicht da? Nein. Oder guck einfach mal, an welcher Stelle du Reis hast und schwenk dann um. Dann siehst du, welche Farbe das ist. Ich kann rechts neben mir Reis machen? Was? Ja, das kann tatsächlich ganz stark variieren, das weiß ich. Auf der anderen Seite geht's, oh, da muss ich aber mehr nach Süden und Richtung Küste. Da kann ich auch Reis anpflanzen. Hier wachsen wilde Bohnen. Ja, ich weiß. Ich habe auch den Bohnenfeld schon komplett. Ja, ist okay. Alter. Also ich kann Reis auf der Insel anbauen. Ich muss auch bloß ein neues Feld setzen. Ja, dann ist es so. Ja. Weißt du, Bevölkerung? Ja, die ist genau dort unten, der Reis. Hätte ich mir denken müssen, dass es dort unten ist. So, was wollte ich jetzt hier noch? Also jagen kriege ich sehr schnell die Skills. Dann gehen wir mal noch auf eine andere Insel und vernichten da ein paar Tierchen. Ich mache das ja nur, damit die Tiere nicht verhungern müssen, weißt du? Achso. Weil das ist ein empfindliches Gleichgewicht zwischen den Lebewesen. Moment, so bin ich falsch, oder? Ja, ich muss in die Richtung. Ich mache das nur aus Tierliebe, dass ich die alle schlachte. Also eigentlich müssten die Palmen dort einwandfrei wachsen, wo ich die gepflanzt habe, aber die Vielleicht sind wachsen. sie aber auch einfach zu Ich eng aneinander gepflanzt. habe mir noch nicht Platz gelassen dazwischen. Ich habe keine Ahnung. Oh, hallo Truthahn, Gubbel, Gubbel. Eine Rentierflechte. Wie Rentierflechte? Eine Rentierflechte. Warte mal, wo Sind das, geht's? ist das vielleicht so ein Lichenzeug? Also es gibt sogenannte Lichen, die wachsen an Bäumen. Ich gerade rauszukriegen, wo die ist. Die kann man auch medizinisch verwenden, das Gebirge? weiß ich. Nee, Nebium. Schneebiom? Nebium sind Ja, sie. das werden die sein. Mann, ach hier, wo bist du? Ach, du bist gerade auf dem Weg zurück. Ja, Sind die ich bin etwas. ziemlich überladen durch die ganzen Tierkadaver. Ja, hast mal geguckt, sind die Palmen etwas gewachsen? Und die Bäume? Die Palmen sehen doch ziemlich groß aus. Was sind die gewachsen jetzt? Hier, die bei uns, ja. Schau doch mal nach rechts. Ich bin gerade in der Karte. Ach Ich. so, ne, die sind ziemlich groß. Na gut. Oh ja, einwandfrei. Da müssen wir das wirklich so öfters machen. Da haben Ja. wir Holzprobleme nicht mehr und so. Allein. Ja, ist okay. Da vorne jetzt fertig sein. Ich muss meine Sensor reparieren. Ja, muss ich auch mal, die gehen ziemlich schnell kaputt. Ach ja, da ist ja auch noch ein Jaguar. Der kommt hier auch ins Lager. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen Jaguar habe. Soll ich das lachen oder weinen? Keine Ahnung, such dich's aus. Hehehehe. Ja. Ja, Ja. Mann, ich depressive Clowns. Mal Holz, sehr schön, damit kann ich arbeiten.
Gut, weitere Ziegel. Okay, dann bin ich tatsächlich fast so weit, dass ich Ziegeln auf Level 2 habe wenigstens. Ich weiß noch nicht, was ich davon habe, aber... Wie weit muss ich denn... Ach Gott, das ist weit weg. Dann gehen wir mal in die Richtung da. Warte mal, wie schwer sind denn die? Fast nix. Der Bogen wiegt aber ein bisschen was. Mittel wachsen müssen. Hm? Mittel müssen noch wachsen. Und die Bäume müssen noch wachsen, die sind noch nicht groß genug. Ja, ich werde jetzt erstmal. Ja, ich glaube, unser Problem ist tatsächlich, dass wir so viel gleichzeitig. Also im Grunde machen wir viel zu viele Aktionen gleichzeitig. Wir könnten auch einfach mal hier im Nachbar-Ding. Hier ist auch. Oh, hier ist ja alles voll mit Bäumen. Wenn wir eine Straße nach Süden machen, hier sind hunderte von Bäumen und hunderte von Rehen. Ich glaube, ich muss mal was dagegen tun. Ist wirklich alles voll. Vielleicht sollte ich ja auch mal ein Lager errichten. Ist hier ein toter Wolf? Ach, nee, der lebt. Hier ist Kürbis! Wirklich? Ja, hier wächst ein Kürbis. Warte mal, ich guck mal, wo du bist. Map. Greift er mich an? Wo bist du? Aber das ist da, wo wir. Ne, warte mal, das ist die. Kürbis, warte mal, den Kürbis, gleich nochmal. Kürbis. Hier mal. So gutes Gebiet gerade. Ein Stück weiter noch Richtung Südwesten. Mhm. Komplett weiß, da müsste überall Kürbis sein dort. Ja, hier sind etliche. Soll ich welche mitbringen? Nee, ich mach schon. Dann. Ich töte ein paar Tierchen hier. Wie gesagt, wir können ja wirklich, das wollte ich ja brauchen, eine Brücke zwischen nach Süden und auf die kleine Insel. So zwei Wege. Also deshalb wollte ich ja das ganze Zeug haben von dir. Ja. Du kannst auch mit normalen Blöcken. Brücken bauen, das weißt du, oder? Aber ich wollte erstmal eine Rüschestrecke leer haben. Was ist denn das hier? Ich habe Heidelbeeren gefunden. Ja, gut. Ich nehme welche mit. Die brauchen wir definitiv. Warte mal, wenn ich die Kürbisse mitnehme. Okay, ja. Da gehen kaputt, wenn ich es mache. Dann lasse ich das dich machen. Nee, da muss ich Samen haben. Kürbissamen und Heidelbeersamen. Okay, ich nehme Kürbis und Heidelbeeren einfach mit, okay? Ich muss sie auch mitnehmen, weil der dies oder brauche ich wirklich Samen dafür. Ja, nee, das ist okay. Was ist das? Und hier ist Reis. Der Reis kann ich auf der Insel O anbauen, also trinkst trotzdem mit. Ich brauche noch welchen. Kürbis ist immer gut. Kürbis ist auch eins meiner liebsten Gemüse mit. Halt, stopp. Was? Stopp? Fühle mich gemobbt. Bleib stehen, ich will dich töten. Ich will dich essen, eher gesagt. Die schreien so schön, wenn sie sterben. Ich meine die armen Tiere. Die Musik schon wieder los, ja. Ja, ich habe schon drei von denen. Ja, yeah, also noch Kürbis. Was ist das hier? Keine Ahnung. Auch irgendwas Tolles. Heidelbeeren. Kürbis. Guppel, guppel. Noch mehr Heidelbeeren. Die sehen ein bisschen merkwürdig aus, wenn ich ehrlich bin. Alter, mein Lager wird langsam richtig voll hier. Ich bin schon ziemlich voll. Ey, nein, mein Nach. Was habe ich jetzt gekriegt? Ah, natürlich. Stufenaufstieg beim Herstellen von Töpfereiprodukten. Was hast du gekriegt? Ja, ich baue doch die ganze Zeit. Ja, es ist. Jetzt bin ich zu voll. Jetzt kann ich absolut nichts mehr mitnehmen. Okay, eine Papaya gegessen, dann geht's wieder. Was habe ich denn alles dabei? Ah ja, 4 Tiere, 28 Kürbisse. Ich krieg Saat raus, gut. Ich lege alles in deine Kisten, okay? Die sind voll. Ja, ich lege alles in dein Lager. Ah, da drüben lässt sich gut jagen. Habe ich überhaupt meinen Timer gestartet? Warte mal. Das war cool. Ja, habe ich. Ja, ich vergesse das ganz gerne. Wir können es nochmal hinlegen, weil ich habe jetzt wirklich viel zur Herstellung. Ja, warte.
Ich lagere die Tiere einfach mal weiter ein, weil ich will dann lieber erstmal richtig metzgern können, weil sonst ist es irgendwie Verschwendung. Muss erstmal gucken. Ich guck mal ganz kurz, was ich brauche, um Metzgerhandwerk zu lernen. Oh, hi. Darf ich kurz an mein Lager? Nein. Ich gehe trotzdem Ich hab's voll gemacht, fast. dran. Tier. Passt das da drauf? Oh ne, das ist ein anderes Tier. Okay. Ah ja, ich sehe schon Papaya. Die Fluch der Papaya. Oder der Fluch der Papaya von mir aus. Da ist mir einfach die ganzen Papayas reingeknallt. Ja, klar. Dann kriegst du jetzt die Heidelbeeren und den Kürbis. Da passt bei dir auch nichts mehr rein. Meine Güte, ey. Auch Kürbis war sehr schwer. Ja, Kürbis wiegt anscheinend sehr viel. Kann ich die Papayas dafür nehmen? Das funktioniert anscheinend. Ist bei mir ist das Laugebacken Ja, übrigens. ich hab die, ich nehm dir die Papayas nochmal weg. Dann gibt's halt haufenweise gegrillte Papaya. Dann kann ich auch hunderte Stück davon machen. Über 200, Hör nice. mal bitte auf, die Papayas zu ernten, ja? Nee, das ist wirklich ein Problem. Und noch eine Ananas. Habe ich hier noch Papaya? Ne, Papayas habe ich nicht mehr angeboten, Dings, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ich mache einfach mal ein paar hundert. Papayas. 380 Papayas bestellen. Ja, 3 Stunden und 10 Minuten. Ich mache auch schon etliches große Sachen. Wenn ich jetzt genug, das frisst mein ganzes Essen weg. Was? Das hat mein ganzes Essen gekostet. Ich bin fast leer gelaufen dadurch. Wenn ich jetzt noch genug Holz habe, dann läuft das auch weiterhin durch. Gott, habe ich viele Ziegel hier. Das wird nicht reichen. Irgendwie gesagt, ich habe jetzt nur einiges, was ich hier herstellen muss. Ja, ich will erst mal kurz gucken. Oh, okay, da ist noch Holz drin. Auch gut. Ich will jetzt mal kurz gucken, was ich brauche, um Metzger zu lernen. Ja, klar. Dann kann das vielleicht auch. Fertigkeitsbuch kochen habe ich schon. Metzgerhandwerk. Okay, was brauche ich da? Culinary Research Paper Basic. Dreimal. Okay. Das kann ich machen. Dafür brauche ich, was ist das? Gegrilltes Fleisch 20 Mal. Wo kriege ich 20 Mal gegrilltes Fleisch her? Na gucken, brauche ich da die Karkassen? Gegrilltes Fleisch. Gegrillter Fisch, gegrilltes Fleisch, dafür brauche ich was? Rohes Fleisch, wie kriege ich ein rohes Fleisch her? Rohes Fleisch. Ernsthaft, ich habe keine Ahnung, wie ich rohes Fleisch herkriege. Glaube, da brauchst du einen Metzger. Ja, das nenne ich brauche dieses Roh, ich brauche dieses gegrillte Fleisch, damit ich Metzger überhaupt erst kriege. Ja, und dann kannst du das auch zu machen. Jetzt will ich wissen, wie kann ich denn da rohes Fleisch rausmachen? Ich benutze Butcher Campfire Animal Tiny Rezept. Warte mal, vielleicht ist auch dieses Animal Campfire. Huch, jetzt bin ich geflogen. Vielleicht ist es doch dieses Animal Campfire Tiny. Animal Tiny. Ah ja, was kriege ich da raus? Gegrilltes Fleisch. Okay. So muss ich das machen. Ich muss Tiere ran. Das wird teuer für die Tiere, wenn ich ehrlich bin. Kompostieren, okay. Papierherstellung. Papierherstellung. Ja. Da werde ich sehr viele Tiere töten müssen, damit ich das kriege. Da müssen wir aber trotzdem aufpassen, weil du darfst nicht so viel, sonst kann das nämlich ganz schön aufs Ökosystem hinausgehen. Ja, ich weiß. Das ist eine riesige Verschwendung von Lebensmitteln eigentlich.
Das wird Spielbar. Was brauche ich? Basic Researcher. Ach klar, jetzt brauche ich wieder Erde. Oh, leck mich doch fett hier, das gibt's doch nicht. Hast du Erde rumliegen irgendwo? Ich guck grad. Nee, tatsächlich keine mehr. Ich überlege nur gerade, was ich hier machen könnte, um. Das kann eigentlich dahin. Da habe ich wieder einen Platz frei, was gut ist. Wir machen jetzt erstmal das Campfire Medium, hoffe ich doch. Dann die Ziegel packen wir jetzt erstmal da runter. Und ehrlich gesagt, Korn hast du viel zu viel, hast du gesagt, nicht wahr? Ja, dann packe ich diese Sachen hier auch mal raus. Was habe ich zu viel? Korn, rote Beete und sowas, das brauche ich jetzt alles gerade nicht unbedingt hier. Der Rüben hatte ich extra bei dir reingeschmissen. Ja. Herstellung. Okay, Campfire Animal Tiny erstmal, das ist okay. Mach das. Das wird lange dauern, bis ich das habe. Was ist das hier? Ach ja. Okay, wollen wir hinlegen? Warte, ich versuche noch schnell was. Auf Erde. Ach, das wird direkt hier reingestopft. Oh, das. Ich muss im Grunde 60 Tiere töten, damit ich dieses Metzgerhandwerk lernen kann. Ja, und das ist ja das. Immer Erde brauche ich noch. Soll ich dir holen oder machst du es Ich selber? mach schon, ich höre schon. Weil ich ernte gerade hier ein bisschen Torfmoos. Bringt nicht viel, aber besser als nichts. Denk, du hast Leoparden ausgedünnt, hier rennt wieder so eine Scheißkrieger rum. Ich habe bloß einen getötet. Achso. Wenn du willst, können wir. Okay. Ja, in der Zwischenzeit wird hier alles so ein bisschen durchlaufen. Du musst aber Stunden erstmal. Und entscheid du einfach. Weil bei mir wird's laufen und laufen, denke ich zumindest. Zumindest das Lagerfeuer wird laufen ohne Ende. 4 Stunden, wie gesagt, muss ich erst warten. Ein Landwirtschaftsbuch kriege ich Landwirtschaftserfahrung, auch nicht schlecht. Dann gucke ich mal ganz kurz ans Feuer. Moment. Mach einfach weiter. Wird doch nicht los hier auf der Welt. Irgendwas geht schon wieder nicht. Was geht nicht? Erzähl. Rübensamen, okay. Na, Rüben haben wir jetzt genug. Warte, da muss ich noch mal Rüben bei dir klauen, weil da hat nicht genug, da fehlen mir Rüben. Aber woran liegt's hier? Ah, kein Kraftstoff mehr, natürlich. So viele Wo sind Ziegel. die Rüben hin? Hä? Rüben sind weg bei Ja, dir. warte, ich leg sie wieder rein, ich habe bloß Platz gemacht. Also. Reichen 100 oder willst du noch mehr? 100 reichen. Ich brauche nicht mehr. Nimm. Hast du die gerade gegessen? Habe ich gegessen gerade was? Ich muss mehr Holz machen. Hier sind sie. Ach, natürlich habe ich nochmal 100 Papayas im Rucksack. Was auch sonst. Da wollte ich mir eigentlich was nachschauen. Ah, okay. Es verschwindet doch mit der Zeit, was im Magen ist. Achso. Ja, es wurde. Ich habe das schon mal
festgestellt, dass da teilweise Sachen drinstehen, die du wirklich im Grunde vor Stunden gegessen hast. Das heißt, wenn wir irgendwann zu viel von dem Samen haben, können wir die einfach so essen. Basic Research Check muss ich jetzt noch für zwei Dinger herstellen. Was brauchst du dafür? Suchkräuter. Ich kümmere mich mal ein bisschen um Bäume. Nee, das mache ich dann drüben. Wieso finde ich denn das nicht? Mal, das ist Ability. Fertigkeitsbuch, Fertigkeitsbuch, Fertigkeitsbuch. Finde schon. Malzbier, Malzbier, Malzbier. Basic Research Tag. Drei Stück habe ich, fünf Stück brauche ich. Wo kriege ich? Kann ich nie herstellen? Du hast es wahrscheinlich nur überblättert. Ja, ne, ich suche schon die ganze Zeit. Zum dritten Mal fange ich von vorne an. Soll ich dir helfen? Vielleicht findest du sie. Ich guck gleich einen Moment. Ich will jetzt Dünger machen bei der Farming. Da brauche ich noch zwei von diesen Basic. Wie heißen die genau? Basic Research Tag. Das sind wahrscheinlich diese normalen Forschungsdinger, weil da steht immer, was davon alles zählt. Weil es gibt manchmal auch welche, wo du es dir aussuchen kannst, was du dabei hast. Muss auf Fertigkeitsbuch Dünger gehen, sonst fehlt das nämlich. Ja, warte. Du hast doch wahrscheinlich schon angemacht, oder? Nein. Mach's doch einfach an. Mach's an, dann siehst du, was du alles schon hast und was noch fehlt. Mach's mal an. Warte mal, habe ich denn jetzt? Basic Research fehlt. Ja, ist okay, warte. Genau, Basic Research, da steht's. Kulinary Research Paper Basic, Dendrologie Research Paper Basic, Gathering Research Paper kannst du nehmen und Geologie Research Paper kannst du nehmen. Also eins von denen Okay. kannst du nehmen. Geh mal drüber, dann siehst du, was du alles verwenden darfst dafür. Da steht Tech Netto. Items. Und eins von denen kannst du dafür nehmen. Das ist eins jeweils. Gottes Willen, ist das furchtbar. Ich muss sagen, dieses Steinlager hier gefällt mir echt gut. Das sieht schön aus. Was? Mir gefällt dieses Steinlager, also mit diesen ganzen Ziegeln, die da drin sind. Hey, was haben wir? Was los? Sagt mir an, es ist keine, es ist nichts zum Verbrennen da. Da sind 15 mal Holzbretter drin. Ich glaube, Holzfaser nimmt er nicht. Doch. Aber das geht halt manchmal einfach aus. Ich habe 2 Stunden Brenndauer und geht halt einfach aus. Ah, hier, okay, hier ist wirklich kein Kraftstoff mehr drin. So, hier werden die Karkassen hergestellt. Wo landet das Fleisch? Ich hoffe, du hast mein Fleisch nicht gegessen. Ich hab noch gar nicht rausgenommen, ich weiß gar Nee, nicht, was das ist. ich sag's nur, weil das ist wirklich was, was wir brauchen. Wo landet das? Oh, das ist noch nicht fertig geworden, das kann auch sein. Braucht das so lange? Ach so, das geht natürlich direkt dort rein. Okay, hab nichts gesagt. Na, vielleicht noch. Oh, das dauert ewig, bis das fertig ist. Und auch die ganzen Papayas, bis die hergestellt sind. Vielleicht müssen wir das wirklich mal zwischen den Aufnahmen machen, mal hinlegen und hier eine ganze Weile so einen Tag oder 2 Tage laufen lassen. Ja, nach der Aufnahme können wir das ja gerne machen. Ich hole jetzt erstmal noch ein bisschen Holz, weil ich habe schon wieder keins mehr. Die Bäume hier vorne sollte ich erstmal nicht fällen, nicht wahr? Hey, die brauchen noch eine Weile. Dann hier sind genug Palmen, die ich zerstören kann. Ja, dann werde ich danach auch fertig sein, dann können wir es auch holzen und dann kann ich wieder neue pflanzen.
großen, die müssen ja auch noch warten, bitte. Ja, ich sehe schon, die. Ich hab's gerade gesehen, dass die. Da läuft die Jagger noch rum zwischen Palmen, mach den nieder! Hä? Da läuft die Jagger zwischen den Palmen rum, mach den tot! Gerade eben hast du noch gesagt, oh, mach nicht alle Tiere kaputt! Oh, guck mal! Den mag Alter, ich nicht, mach ihn kaputt! Scheiße. Hä? Er schiebt mich immer durch die Gegend hier, Mistvieh! Warte, ich bin gleich soweit. Der bleibt wahrscheinlich bei dir, oder? Hey, ich bin jetzt abgehauen, ich hab noch was geholt. Ich sollte ihn am Leben lassen, allein weil er dich ärgert. Weil es keinen Sprengstoff gibt. Dann hätte die Kohle auf jeden Fall mehr Verwendung. Ja. Ja. Aber wenn ich Kohle herstellen kann, dann ist auch egal, wenn wir die Kohle verbrennen eigentlich. Eis. Mach mal Rüben so. Ananas geht hier rein. Weizensamen. Ich gehe mal zur anderen Insel, baue nochmal ein Feld hier für Reis an. Ja, mach das. Ich produziere in der Zwischenzeit hier Holz. Ist er abgehauen, der Sack. Das macht er mehr, weil ich auf der anderen Insel will. Ach ja, Fischerei gibt's ja auch noch. Meine ich ja damit. Ja, mach doch mal Holz. Ich brauche das zum Verbrennen. Die ganze Umgebung hier wird gerade bei mir braun. Ehrlich? Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich den Baum hier gefällt habe. Das ist eine Schildkröte. Sieht hübsch aus. Gekocht schmeckt die bestimmt ganz gut. Boah, aber ich muss ehrlich sagen, das mit dem Rückenpanzer, diese Stacheln rausgucken, das sieht richtig geil aus bei denen. Das haben sie richtig gut gemacht. Was für ein Rückenpanzer? Von der Schildkröte der Panzer. Der hat ja so eine Stacheln. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie die aus Ort heißt. Echt? Das wusste ich gar nicht. Hm? Wenn du mal zur Richtung hier Süden jetzt rennst, die schwimmt gerade hier Richtung... Oh, nee, ist okay, ich glaub dir das. Da hockt ein Bison. Ja, ich töte jetzt nicht alle Lebewesen, die dir im Weg sind, okay? Musst du jetzt auch mal akzeptieren, dass ich nicht einfach wahllos rumlaufe und alles abschlachte. Ach, mit einmal nicht? Nee, mit einmal bin ich Öko geworden. Was haben sie hier wieder in den Tee gekippt? Opium. Oh, geil, das ist Opium. Und was noch? So, machen wir nochmal zwei. Ja, nochmal 10. Ganzen blöden gegrillten Papayas. Da, los hier. Power. Power to the people. Oh, da kommt ja kaum was raus. Gehen wir mal kurz runter ins Loch. Ich glaube, ich sollte mal ein paar Steine nochmal sammeln. Während du da draußen beschäftigt bist. Ich gehe dann irgendwann anders wieder zur Insel und vernichte die ganzen Tiere. Das ist so ein riesiges, ergiebiges Flöz hier. Machen wir es doch so, da kann ich jederzeit wieder hin. Und das... So, deshalb, wieso wachsen jetzt am Anpflanzen? Eis hin.
So, Stein. Bisschen Stein schadet jetzt echt mal nicht. Was? Ja, ich muss also echt mal gucken, dass ich Stein rankarre. Da muss noch eins mehr weg. Die Ziegel haben jetzt auch nicht so wirklich den Erfolg gebracht, den ich mir erhofft habe. Aber ich habe fast das Gefühl, so viel Platz bringt das jetzt nicht mehr. So? Ein bisschen mehr, aber nicht so viel, wie ich dachte. Jetzt habe ich halt die Lager voll mit Ziegeln anstatt mit dem Lehm. Ja. Ein Glück ist morgen Sonntag, ich hätte nämlich echt keinen Bock auf Arbeit. Ich muss ab Montag wieder arbeiten. Ja, ich auch, aber. Ich hatte jetzt anderthalb Wochen, war ich ja zu Hause. Ich habe dieses Jahr noch keinen Urlaub gehabt. Zwangsurlaub. Ja. Ist vielleicht auch nicht so schön, aber kannst in der Zeit halt machen, was du willst. Bei unsere schöne Chefetage nicht so blöd ist zu denken. Das hast du mir aber, glaube ich, in der letzten Aufnahme schon gesagt. Tschüss. Das ich mecker nur gern. Weil sie dumm sind. Und wenn du denen was sagst, dann gucken sie sich an wie der Eichhörnchen auf die Flucht. Das glauben sie eh nicht und dann hinterher, warum hast du nichts gesagt? Dann denkst du dir ernsthaft, Leute. Ah ja, ich hab, als ich angefangen habe in meinem Job auch meinem Chef was vorgeschlagen, wurde abgelehnt. Jetzt kommt, ist ein neuer gekommen, der genau das gleiche sagt. Oh, so eine tolle Idee. Hab ich noch gesagt, das hab ich doch ganz am Anfang auch gesagt. Ah, da weiß ich jetzt auch nicht, warum ich nicht zugehört habe. Du wirst dich manchmal hin und wirst am liebsten gleich zuschlagen. Nö, das ist. Nee, bei uns, die sind. Mein Chef ist ein äußerst fähiger Mann und der hat einfach nur zu viel um die Ohren gehabt. Nee, der, den wir als Chef haben, der ist einfach nur dumm. Das ist wie ein Lemming. Der Chef sagt was. Er springt sofort freudestrahlend, wie ein Lemming, wie sagt man, wie ein Lemming, über die Klippe. Hui, weg ist er. Nee, der, also der hat wirklich, sehr, sehr lange, sehr, sehr viel gearbeitet, damit die Leute ihre Chemos kriegen. Mhm. Weil wir hoffnungslos unterbesetzt waren. Okay. Also was das betrifft, für die Patienten ist der wirklich ein so deutlicher Zugewinn, aber er hat sich halt selbst verausgabt, finde ich. Der ist ja Chefarzt kommissarisch gewesen, dann hatte der noch die ganzen Chemos mitgemacht, dann war der andere Onkologe ständig krank, hat er seinen Dienst auch mitgemacht. Dann hat er auch die Sachen mit mir gemacht und also zu beneiden ist der, glaube ich, nicht gewesen. Aber ich glaube, jetzt geht's ihm deutlich besser jetzt. Geht besser, meinst du? Ja, seit der neue da ist, ich glaube, der entlastet schon sehr stark. So, es sind jetzt beide Lager angeschlossen. Das anscheinend nicht. Ist das Lager angeschlossen? Jupp. Was einen halt immer ärgert, dass die Patienten sehen halt nicht, wenn du irgendwas machst. Die sehen halt nur, wenn irgendwas nicht läuft. Ja, das ist immer so. Da hat sich auch vor kurzem einer aufgeregt, weil, ich meine, seine Frau wird sterben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie schlecht es doch bei uns läuft, in einem zertifizierten Haus. Ja. Ich habe dann natürlich nicht gesagt, wofür diese Zertifizierung eigentlich steht. Hast du lieber verkniffen, oder? Ja. Weil auch wenn die Sachen, wenn ein Krankenhaus zertifiziert ist, muss man sich auch mal, wenn man das nicht weiß, was dafür eigentlich verlangt wird, das hat eigentlich weniger was mit dem Patienten zu tun. Lass mal nachfragen, bevor man so die Klappe aufbeißt und nachfragt. Ne, Quatsch. Das ist einfach was du als Normalsterblicher nicht weißt. Hoppla, das wollte ich nicht. Greif da auch mit drauf zu. Na, geht doch. Ich ja gerade damit erstmal informieren, bevor man überhaupt das. Ja, aber warum solltest du das? Du gehst nicht ins Krankenhaus und das Einzige, worüber sich die Leute einlesen, ist mal auf Wikipedia oder Dr. Google. Aber ansonsten lesen die dann nichts nach. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wenn läuft es eher so, dass die dir noch dämliche Fragen stellen. Ja, aber da steht das und das. Ja, toll. Da steht zwar da, hat er damit nichts zu tun, so nach dem Motto. Die verstehen halt die Zusammenhänge nicht. Ah, okay. Das ist ein wichtiger Faktor, der ganz oft
vergessen wird. Du kannst dich überall im Internet mit allem belesen, aber ob du die Zusammenhänge verstehst, es steht ja, du findest ja auch nicht alles auf Anhieb im Internet. Vor allem, wenn du nicht weißt, wo du suchen musst. Das stimmt, bei manchen Sachen, da verzweifelst du ja wirklich bei Google. Ich habe zum Beispiel heute für meine Frau eine Formel gemacht in Excel und die hat nicht funktioniert. Dann habe ich im Internet geschaut, Excel hat nämlich aus irgendeinem Grund nicht richtig gerechnet. Und auch nicht selbstständig. Dann habe ich nachgeschaut, ja, stell in den Optionen das und das ein. Okay. Klappt gar nicht. Ich bin dann drauf gekommen, woran es liegt. Und zwar habe ich eine Zeit berechnet und habe eine Wenn-Funktion verwendet und habe dann einen Wert von Hand eingetragen. Als ich den Wert aber umgestellt habe von, als ich eine Zeit mit einer Zeit bearbeitet habe, dann ging es mit einmal. Excel hat Probleme, wenn du mit Zeiten arbeitest und die Zeit mit einem Wert, zum Beispiel, ich habe den Wert 6 genommen für 6 Stunden. Das versteht Excel aber nicht. Du musst wirklich in irgendeinem Feld 6 Stunden haben und dann auf dieses Feld verweisen, dass er mit 6 Stunden rechnet und nicht mit der Zahl 6. Ja, das musst du erstmal drauf kommen, dass. Oh, hi. Da musst du erstmal drauf kommen, dass das Programm damit Probleme hat. Und wie gesagt, das hat mir das halt nicht gesagt. Halt nur, dass die Auto-Berechnungsfunktion vielleicht ausgeschaltet ist. Ja, das war es aber nicht. Faszinierenderweise hat das auch einen Fehler ausgelöst, dass das Feld falsch gerechnet hat. Okay. Habe ich auch gedacht, hä, ich hab das schon an mir selbst gezweifelt. Weil da kannst du nur verzweifeln manchmal. Und weil es war eindeutig falsch, es hat eindeutig falsch rumgerechnet in der Wenn-Dann-Funktion. Das hat mich total fertig gemacht. Und manchmal hat es berechnet, manchmal nicht, bis ich dann halt drauf gekommen bin, dass eine Zeit nur mit einer Zeit verarbeitet werden kann.